So, und herzlich willkommen zu einem neuen, großartigen Kapitel bei Elder Scrolls Online. Wir haben jetzt Mirkmire abgeschlossen, soweit ich das konnte, soweit ich das machen wollte auch. Und wir machen jetzt die Dunkle Bruderschaft. Ich habe die Anfangsquest schon angenommen. So, hier geht das erstmal in den normalen Modus. Dann verjagen wir kurz unsere Katze. Komm, geh mal weg. Und dann geht's los. Wir müssen einen Unschuldigen in Anvil töten. Erstmal reden wir nochmal mit ihr. Ich gebe euch einen Rat. Alle Triebe einmal außen vor gelassen, zieht es die Dunkle Bruderschaft vor, unauffällig zu bleiben. Denkt immer daran, wer Unschuldige tötet, wird entdeckt. Laut meinen Quellen wird derzeit hier in Anvil frisches Blut angeworben. Sehr schön. Ich werde an den Docks sein, falls ihr euch weiter unterhalten wollt. Ich soll einfach losziehen und ebenso kaltblütig wie Ballos jemand umbringen? Ich verlange gar nicht, dass ihr irgendetwas tut. Ich liefere euch nur Informationen. Ich lasse euch nur von neuen Gelegenheiten wissen, die verfügbar sind, falls ihr ein wenig Blut vergießen wollt. Ihr geht mit der ganzen Sache ziemlich offen und freimütig um. Seht meine Hilfsbereitschaft nicht als Zeichen oder so. Ich sehe nur einen Geistesverwandten und schlage ihm bloß einen Weg vor, seine finstersten Triebe zu befriedigen. Echt? Sie werden noch euer Tod sein, wenn ihr sie nicht zu bändigen lernt. Und wenn ihr nicht die richtigen Verbündeten findet. Ihr liegt falsch und seid möglicherweise auch noch wahnsinnig. Ich habe schon früher getötet. Warum ist die Bruder dann noch nicht an mich herangetreten? Hey, ich weiß auch nicht genau, wie sie ihre neuen Rekruten auswählt. Das ist gelogen. Ich sage euch nur, was ich gehört habe. Vielleicht muss man auch nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Einem Ort wie Anvil. Natürlich habe ich auch gehört, sie hätte ihre Augen überall. Sie also, ist eine. Das weiß ich schon. Woher wisst ihr so viel über eine geheime Organisation von Assassinen? Das ist eines der besten Dinge an der Dunklen Bruderschaft. Sie verbirgt sich vor aller Augen. Niemand weiß, wo ihr Hauptquartier ist oder wie viele Mitglieder sie hat. Und dennoch könnt ihr in jede Bibliothek gehen und ein Buch über sie lesen. Okay. Das ist doch brillant. Ja, schon. Ihr habt ein Buch über die Bruderschaft gelesen? Meine Stimme. Entschuldigung. So, jawohl. Aha. Zack. So einige sogar. Mein Liebling ist die wahre Natur der Mutter der Nacht. Ja, die kennen es beschreibt die Ursprünge der Bruderschaft. Doch das könnten auch nur Theorien und Hörensagen sein. Aber vergesst die Bücher. Jeder weiß, dass es die Bruderschaft gibt. Und die meisten Menschen fürchten sie. Und was hat das für Vorteile? Für mich? Gesellschaft, Sicherheit und Schutz, um nur einige wenige zu nennen. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es auch ein zuverlässiges Einkommen durch das Gold aus all den Kontrakten. Sehr schön. Und man kann Leute umbringen. Könnt ihr euch eine bessere Gilde vorstellen, zu der man gehören könnte? Das ist besser als jeder Taschendiebstahl, wenn ihr mich fragt. Ja, das machen wir auch noch. Ihr verlangt einfach, also dass ich einfach losziehe und weiß, mit dem habe ich schon. Warum wird man eurer Meinung nach eine Garde in Anvil bemerkt? Ich werde meine Quellen nicht offenlegen. Aber der fette Krakal hat mir erzählt, er hätte die seetüchtige Saralla sagen hören, es habe ein paar rätselhafte Morde an der Goldküste gegeben. Mhm. Für mich klingen rätselhafte Morde genau nach der Dunklen Bruderschaft. Gut, für mich auch, klar. Ja, aber wieso? Oh, das habe ich von Margok dem Hammer. Wenn man ihm ein Quellen paar Hupen kauft, gibt er mehr Geheimnisse von sich als ein Barde Gedichte. Neulich erst hatte mir erzählt, dass sein Vetter Krusk einen Bäcker in Anvil getötet hat. Noch in der gleichen Nacht bekam er rätselhaften Besuch. Das hatten wir in Skyrim. Ich kenne ja die Dunkle Bruderschaft. Ich bin nämlich der Auserwählte. Ja? Ihr habt wirklich nicht den leisesten Schimmer von der Bruderschaft, was? Wenn sie beschließt, dass ihr würdig genug seid, eine Einladung zu erhalten, taucht einer ihrer dunklen Würdenträger auf, um euch persönlich zu benachrichtigen. Es ist irgendwie gruselig, aber auch eine einmalige Ehre. Okay. Wir machen das. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Das ist kein Unschuldiger. Fürst Elektorell muss für die Montclairs gearbeitet haben. Warum sonst hätte sein Vater ihn an den Pranger stellen lassen? So, Frage ist, wie machen wir das? Weil Unschuldige töten ist nicht so einfach. Abgesehen davon, dass ich das eigentlich von meiner Einstellung her, nicht meine damit wirklich die Spieleinstellung, von meiner persönlichen Einstellung kann ich das natürlich auch nicht. Das ist ganz klar. Hallo. Ah, ja, Unschuldige verschonen. Und nun? Geht das gar nicht.
Das geht nicht gut. Okay. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir diese Einstellung ändern? Oder geht das auch so? Wachen haben wir hier? Wachen? Wachen können wir sowieso nicht töten. Okay, eine Frau. Was bist du? Achso. Das machen wir nicht. Ja, ja, ja. Es geht nicht so. Das ist natürlich jetzt... Hilft mir, ich bin verzweifelt. Okay. Wir sollten das irgendwo hinterm Haus machen. Ich gehe mal in die Einstellung. Steuerung. Einstellungen. Spielwelt. Aus. So. Dann schauen wir doch mal, wie das jetzt funktioniert. Irgendwo. Am besten gleich auf dem Friedhof, oder? Aber wir nehmen dann auf jeden Fall das da. Weil wir sollen das natürlich im Verborgenen machen. Da drin. So, hier sind aber viele Leute. Ah, die mit der kann man reden. Ich bin immer fasziniert, wenn ich eine neue Stadt besuche und dort einen Ort der Verehrung vorfinde. Wusstet ihr, dass das erste Gebäude, was in jeder neuen Siedlung errichtet wird, meist eine Art Tempel ist? Ich frage mich, was das über uns aussagt. Okay, das ist jetzt nicht wirklich das. Na, das sind alles Leute mit richtigen Namen und so weiter. Wir gucken mal da unten. Arbeitszimmer in der Kapelle. Können wir da rein? Nein. Gehen wir mal wieder raus. Weil hier ist niemand irgendwie an einem Ort, wo ich sagen kann, wow, ja, das geht. Wir versuchen das von Anfang an ein bisschen heimlich zu machen. Das sollen wir ja auch. Moment. Wie komme ich raus da? Okay. Ach, das gilt da drin auch gar nicht gut. Angst umschließt mein Herz. Jemand muss die Waffe holen! Das brauchen wir nicht. So, das ist die Frage. Sucht, Moment. Docks. Wo sind die Docks da? Ja. Wo bin ich? Hier. Ah, da muss ich hin. Da bin ich mal gespannt, ob ich da hinkomme. Da würde ich Köpfe knacken.
So, bin gespannt, ob das überhaupt was für mich ist. Na? Na toll, hier sind sie alle alleine. Ich finde es ja echt klasse. Wachen ausweichen war noch nie mein Ding. Und 1200, das ist jetzt echt heftig. Kommen wir da irgendwie durch? Alter Schwede, ich weiß nicht. Ihr da, wartet doch bitte einen Moment. Entschuldigt die Störung, ich habe euch gesucht. Okay, was ist denn? Mehr nicht. Aber ich habe etwas für euch. Einen Brief. Er ist vertraulich, privat. Ich habe ihn hier irgendwo. Ja, hier ist er. Danke. Interessant. Ich soll auch eine mündliche Einladung zu einem Besuch des Leuchtturms aussprechen. Komisch, dass man das nicht einfach in den Brief geschrieben hat. Stimmt. Leuchtturm? Ja, der Leuchtturm von Anvil. Ah ja. Ein kleines Stück hier entlang. Der Absender trug mir auf, euch nach dem Überreichen des Briefs den Weg dorthin zu weisen. Gut, dass ich euch gefunden habe. Nachdem ich den ganzen Tag nach der Frau mit der Augenklappe suchen musste, dachte ich schon, es würde eine lange Nacht werden. Frau mit der Augenklappe? Amelie Crowe. Ihr kennt sie? Ich händigte ihr einen Brief aus, gleich dort bei den Docks von Anvil. Ich habe keine Ahnung, warum sie danach so schnell los wollte, aber sie schien sich wirklich zu freuen, das Schreiben bekommen zu haben. Wie dem auch sei, ich habe noch mehr Sendungen zu überstellen, bevor ich mein Tagwerk ruhen lassen kann. Lebt wohl. Okay. Mögen die Götter euch behüten. Also, ich werde nicht mehr angegriffen. So, dann müssen wir jetzt... Haben wir erstmal den Brief lesen. Wir bleiben mal da unten. Es sieht ganz so aus, als wären hier relativ wenig Wachen. Wir gehen trotzdem mal die Wege, weil ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts. Leuchtturm entdeckt. Juhu. Die dunkle Bruderschaft. Kommt näher und lasst mich in eure Augen schauen. Ohne Reue, ohne Gnade. Ja, ihr habt die Augen eines Mörders. Oh oh. Wie viele Leben endeten mit einem Blick in diese Augen? Alter. Genug, dass die Mutter der Nacht es offensichtlich bemerkte. Was uns beide zu diesem Augenblick und an diesen Ort führte. Und das weiß ich noch aus Skyrim. Schweigen. Ihr habt nichts zu sagen? Das kann ich verstehen. Ich bin ein Sprecher für die dunkle Bruderschaft. Ich spreche mit der Stimme der Mutter der Nacht. Wir haben euch beobachtet. Ihr bringt vielen den Tod, wenn auch ohne tieferen Sinn. Wir können das ändern, falls ihr gewillt dazu seid. Schweigen. Stille ist die Musik Sithis. Also werdet ihr uns womöglich gute Dienste leisten. Immer schweigen. Doch zunächst müssen wir feststellen, ob ihr würdig seid, der dunklen Bruderschaft beizutreten. Ihr raubt recht leichtfertig Leben. Und wir wissen, dass ihr töten könnt. Nun zeigt uns, dass ihr auch zu gehorchen vermögt. Wunderbar. Wir werden sehen, wie gut ihr Geschäft und Mord miteinander verbinden könnt. Aber erlaubt mir bitte, euch erst noch ein Geschenk zu machen. Ich werde euch beibringen, wie ihr euch eines der besonderen Werkzeuge unserer Zunft bedient. Ganz sicher. Ich gewähre euch Zugriff auf die Leidensklinge. Sie ist schärfer als jeder andere Dolch, der euch zur Verfügung steht. Und sie soll eure Waffe sein, so wie Lautlosigkeit eure Rüstung ist.
Führt die Klinge aus den Schatten heraus und lasst ihre Schneide eure Beute zu Sitis schicken. Im Gegenzug erwarte ich unerschütterliche Treue und gnadenlose Effizienz. Sprechen wir nun über die vor euch liegende Aufgabe. Ein Mord soll einen Bund zwischen uns besiegeln, gezeichnet in Blut. Alles klar. Toll ist, dass hinter uns der kleine Löwe rumspielt. Naja. Der kaiserliche Adlige Fürst Quintus Jarol wurde durch ein schwarzes Sakrament für den Tod ausersehen. Eure Aufgabe ist das ganz einfach. Findet Jarol und tötet ihn. Alles klar. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Alles klar. Wieso soll ich jetzt nochmal zu dem hin? Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt, ja, wo ist er denn? Ach so, Moment. Nicht schon wieder. Okay, ich muss wieder rein. Gut. Seid ihr bereit, die Aufgabe anzunehmen, die euch erwartet? Ja, ja. Der dunklen Bruderschaft euren Wert zu beweisen und euren ersten Schritt in die kalte Umarmung der Mutter der Nacht zu machen? Erzählt mir davon. Der kaiserliche Adlige Fürst Quintus Jarol wurde durch ein schwarzes Sakrament für den Tod ausersehen. Okay, das eure Aufgabe ist ganz einfach. Findet Jarol und tötet ihn. Ich muss das fragen, sonst nehme ich die Quest nicht an. Es obliegt nicht uns, diese Frage zu stellen. Vielleicht nur so viel. Er hat jemandem so sehr geschadet, dass dieser das schwarze Sakrament vollzogen hat. Die Mutter der Nacht hat dieses Gebet erhört und nun muss Jarol sterben. Dies ist die Aufgabe, die ich euch stelle. Ah, dann mache ich das. Hervorragend. Das Anwesen des Adligen befindet sich nordwestlich von Anvil an der Goldstraße. Wie ihr die Hinrichtung durchführt, obliegt allein euch. Sorgt nur dafür, dass Fürst Quintus Jarol durch eure Hand stirbt. Kriegen dann ist euer Aufnahmeritual in die dunkle Bruderschaft abgeschlossen. So, gut, dann schnell. Wer ist die Mutter der Nacht? Unsere unheilige Matrone und die eine wahre Braut Sitis. Wir sind ihre Kinder, die sie auf ewig in ihre kalte, liebende Umarmung geschlossen hat. Ich habe sogar schon mit ihr geschlafen, also im gleichen Sarg. Dann ist die Mutter Nacht auch Anführerin? Nein. Es wird noch mehr als genug Zeit für Fragen sein, sobald ihr die vor euch liegende Aufgabe abgeschlossen habt. Ihr sollt nur wissen, dass sie auf euch achtet. Sie liebt euch, wie sie alle ihre Kinder liebt. Enttäuscht sie nicht. Alles klar, jetzt machen wir das aber. Hervorragend. Der weise Reisende fragt nach der Richtung, bevor der Weg sich gabelt. Zögert nie, euch auf ein anderes Mitglied der Bruderschaft zu verlassen, sobald eure Initiation vollendet ist. Ich nehme an, ihr wollt wissen, was euch auf dem Anwesen des Adligen erwartet. Das wäre nett. Zum Töten braucht man kaum besonderes Können. Aber um an sein Opfer heranzukommen, darin liegt die wahre Aufgabe, nicht wahr? Hohe Mauern, verschlossene Tore und bewaffnete Patrouillen schützen das Anwesen. Es gibt noch einen anderen Weg auf das Grundstück, falls es euch interessiert. Ja, tut's. Unter der verwelkten Rose verlaufen einige Schmugglertunnel, die geradewegs in den Hof des Anwesens führen. Das ist die Route, die ich nehmen würde. Und vergesst eure Dietriche nicht. Jarol ist ein vorsichtiger Mann. Er lässt keine Tür hinter sich unverschlossen. Verwelkte Rose? Die verwelkte Rose? Ein kleines Gasthaus vor der Stadt. Es wird von Mutter und Tochter geleitet. Beide ganz reizend, doch das Geschäft lief schlecht. Die Schmugglertunnel bieten ihnen eine andere Möglichkeit, ein Auskommen zu finden. Und sie sind für eure Bedürfnisse bestens geeignet. Gut, dann gehen wir aber jetzt, ne? Super. Ich bin immer noch gesucht wie kein anderer im Dorf. Und das hasse ich. So, und immer darauf achten, dass da kein...
ganz kurz nach. Wo ist die verwelkte Rose? Dachte ich mir. Müssen wir dafür in die Stadt? Ich probier's mal so. Hier sollte kein Wächter sein, sondern Platin. So, okay. Außenrum. Oh, hallo. Und hier war ich schon mal. Krass. So. Käfer sind gut. Ja, hier war ich schon. Bin echt mal gespannt. Ich habe eine Idee. Ich versuche es einfach mal, weil ich will das ja eigentlich nicht. Einstellungen, Spielwelt. Unschuldige verschwunden. Ein. So, Katze, gehst du bitte mal weg? Katze. Katze, geh bitte weg. Das geht doch so nicht. Wir stehlen jetzt mal nichts. Ihr müsst gehen, sofort. So, also mit dem Schleichen und so habe ich noch nicht viel gemacht. Hier muss man alles stehlen. Gehen wir doch mal hoch, mal gucken, was passiert. Katze, geh weg. Kriegen wir das einigermaßen hin. Dann hier lang. Da hoch, da hoch. Alles klar, bin gespannt. Hab auch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob das meine Art DLC ist, aber ich muss da jetzt durch. Geht ja nicht anders. Oh. Wie was?
Ich glaube, ich muss hier definitiv verborgen bleiben. Aha. Ich glaube, hier drin ist jemand. Ja. Na, weißt du? Fallen, du Drecksack. Sonst noch wer? Fürs Ambiente sollten wir vielleicht. Gut. Du schließt den Gang hinter dem Pfarr. Oh. Warum geht das nicht? Hey! Hey, hallo! Okay, es geht nicht. Alles klar. Ich verstehe. Ja, Steuerung. Einstellungen, Spielwelt. Ja. Ja, ist ja gut. Ich wollte das nicht. Nein. Oh, komm, die nehmen wir. Okay. Okay. Auch das auch noch. Mein Gott, ich will nicht schleichen. Mich auch nicht. Ach ja. So, das versuchen wir es mal. Ich weiß ja zu schätzen, dass ihr für einen sicheren Treff. Jawohl. Gouverneurin Fortunata, doch es gibt keinen sicheren Ort südlich des Warenwalds als hier, ungeachtet des Ungeziefers. Ich weiß nicht, Fortunata. Dieser Ort scheint zu euch zu passen. So redet man nicht mit Höhergestellten, Graf Carolus, wo wir gerade davon sprechen. Wann übergebt ihr Quatsch einem richtigen Herrscher? Euer Volk verdient so viel mehr als euch. Ich muss doch sehr bitten. Wir haben Dringenderes, das uns alle betrifft. Vorsicht, Quintus. Ich lasse so nicht mit mir reden. Doch ihr habt recht. Die dunkle Bruderschaft wird stärker und bedroht alles, was wir hier aufgebaut haben.
Ich glaube, wir töten einfach noch ein bisschen. Da komm her. Falle. Nein, diesmal nicht. Wow. So, machen wir in der nächsten Folge weiter.